Ja, wir sind hier im Norden von Kolumbien in der Provinz Cesar. Hier ist eine der größten Kohleabbauregionen der Welt. Hier, wo ich stehe, ist das größte Steinkohlenbergwerk der Welt. Deutschland bezieht aus Kolumbien eine ganze Menge Kohle. Kolumbien ist inzwischen der zweitwichtigste Kohlelieferant für Deutschland. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns dort umsehen, dass wir wissen, wie dort die Kohle abgebaut wird, weil es hat in der Vergangenheit vielfältige Berichte über Menschenrechtsverletzungen, über Vertreibungen, über schlimme Umweltzerstörungen in der Region gegeben. Deshalb bin ich hier, um mir hier ein eigenes Bild zu machen über die Situation hier in Kolumbien und im Kohlebergbau. Man muss sagen, dass es in der Tat so ist, dass dies hier nicht mit europäischen Standards zu vergleichen ist. Wir haben hier eine Situation, dass nach wie vor viele Fragen der Umsiedlung von Menschen, es werden Dutzende von Ortschaften müssen für den immer weiter ausweitenden Kohlebergbau umgesiedelt werden, dass diese Umsiedlungen nicht so laufen, wie es sein sollte. Aber es sind positive Tendenzen erkennbar. Einige Unternehmen haben gemerkt, dass sie so nicht weitermachen können wie bisher, dass die schlimmen Menschenrechtsverletzungen, die es wohl in der Vergangenheit hier auch gegeben hat, dass das durch den Bergbau nicht mehr toleriert werden kann. Und jetzt kommt es weiter in Zukunft darauf an, dass Unternehmen in Deutschland, das sind allen voran die großen Energiekonzerne, die auch Kohle aus Kolumbien beziehen und unseren Kraftwerken, die wir in allen Teilen Deutschlands haben, dass die darauf achten, dass hier nur Kohle unter Bedingungen gefördert wird, wie sie auch europäischen Standards entspricht. Das ist eine wichtige Herausforderung für die Zukunft, dass wir hier genau hingucken, was passiert. Denn es kann ja nicht sein, dass wir Kohle importieren, die hier unter Inkraftnahme von Menschenrechtsverletzungen und schlimmen Umweltzerstörungen gemacht wird.